2,26,59 qualifiziert Marvin Post. Auf der Bahn 2 vom Kottreich des Fünfling in 2,25,92 Sander Fernbei. Der Vorlaufschnellste von der SGS in einer Zeit von 2,23,95. Auf Bahn 3 Andreas Rossa. Auf der Bahn 4 vom Megaschiff-Team in 2,24,80 Brecht de Kuyper. Aus München von den Wassersportfreunden München in einer Zeit von 2,26,44 auf Bahn 5 Simon Ullich. Und das Feld schließt ab auf Bahn 6 von Perron in einer Zeit von 2,28,42 qualifiziert Sascha Benzinger. Das in einer knappen Angelegenheit zwischen den Bahnen 2 bis 5 eigentlich aus. Naja, sogar auf der Bahn 1. Der Marvin Post war nicht wesentlich langsamer als die anderen. Aber man sieht hier, wer sich geschont hat und wer nicht. Der Andreas Rossa macht hier nach 50 Metern schon relativ klar, wer hier das Sagen hat. Nach 100 Metern schon deutlich abgesetzt. Durchgangszeit 1:05. Der Meeting-Rekord von Max Pilger ist da nicht in Gefahr, aber das ist schon eine super Durchgangszeit. Und der Andreas dreht hier auch noch ordentlich auf. Abstand ist deutlich größer. Bei 150 ist schon eine halbe Ewigkeit vorne, über 5 Sekunden. Das nennt man Demonstration der Stärke. Die letzten waren noch ordentlich Luft gehabt für eine super Tauchphase. So sieht schönes Brustschwimmen aus. Und erfolgreiches. Herzlichen Glückwunsch an Andreas Rossa.
200 Brust männlich. Victory Ceremony 200 Breast Show Male. Hier haben wir auf dem 6. Platz von der SG Rhein-Mosel in einer Zeit von 2:29.31 Marvin Post. In einer Zeit von 2:26.99 schwamm Sascha Benzinger von Peron auf den 5. Platz. Den 4. Platz belegt Simon Ullich in einer Zeit von 2:25.80 und der schwimmt für die Wassersportfreunde München. Damit kommen wir jetzt auf die Podestplätze. Den 3. Platz und damit die Bronzemedaille belegt von den Krotreichse Zwengenring in einer Zeit von 2:25.09 Sander Verleweg. Silbermedaille und der 2. Platz hiermit geht in einer Zeit von 2:24.13 an das Megaswim-Team Breit de Kuyper. Und die Goldmedaille holt für die SG Essen in einer Zeit von 2:17.81 Andreas Rossa. Herzlichen Glückwunsch an alle Finalteilnehmer und Medaillengewinner.